Hi, hier ist Emil Mickey und ich zeige euch heute neue Apps für ein iPod Touch oder iPhone. Also fangen wir gleich an mit dem ersten und das ist heute iSniper Lite. Schönes Spiel. Es geht, also man muss mit, hier sieht man schon, ein Sniper, muss man versuchen, die Bösen. Ach, sorry, die bösen Leute abzuschießen. Ist gar nicht so schwer. Ja, also hier oben einfach draufklicken und spielen starten. Mission 1. Hier muss man dann zum Beispiel draufklicken und den dann abschießen. Hier oben steht einer. Dann mit dem iPod bewegen, dass man hinkommt. Und wenn man den Kopf trifft, sagt der Headshot. Hier oben. Die haben auch Waffen in der Hand. Und dann muss man sie einfach abschießen. Hier drüben, dass man festhält. Hier, dieser, da wird es grün. Und, weil sonst verrutscht man vielleicht so leicht. Ach, ich hasse diesen Menschen. Jetzt grün und dann abschießen. Da oben. Ganz einfach eigentlich. Jetzt hat mich einer getroffen, darum wird es rot dann. Dann hier oben steht die Zeit. Man muss es in so und so 4 Sekunden schaffen. Da oben wie viele Punkte machen. Und hier oben wie viel Leben. Ganz einfach eigentlich. Gutes Spiel. Muss man halt gut sehen können. Am Anfang war es ein bisschen schwer, aber jetzt ganz einfach. Man kann auch auf die Füße schießen, dann ist er auch tot. Ist ganz leicht. Komm schon, geh hin. Headshot. Ja, okay, also. iSniper Lite. Free im App Store. Das war das erste Spiel, was ich euch heute zeige. Das zweite SGN Golf. Soll absolut müssen wir sehen. Also, Startgame. Eigentlich ziemlich einfach. Ja, einfach, aber das hier ist der Ball. Und diesen Schläger nehme ich. Also. Ganz schön schwer hier den Ball zu spielen. Da muss man. So. Jetzt ein bisschen bewegt hat er sich. Muss ihn am besten ist, wenn man so nimmt, den iPod und dann so. Aber es geht eigentlich fast gar nicht. Also. Es ist schon ganz okay, aber das geht eigentlich gar nicht fast. Der reagiert ja fast gar nicht drauf auf die Bewegungen. Aber so zum Spaß, wenn man es schafft, dann ist es ganz okay. Heißt SGN Golf. Nächstes zeige ich euch Gherkin Light. Eigentlich ein schönes Spiel. Hier grüne gegen gelben Punkt. Der schießt und muss dann die anderen hier abschießen. Denn die noch grau sind, wenn einer trifft, dann gehört er zu denen, zum grünen, wenn er grün wird. Und der zum gelben, und dann muss man die wieder abschießen und dann hat man gewonnen. Und jetzt geht's los.
die laden sich dann wieder auf nach einer Zeit. Und jetzt sieht man hier, wie die da drauf schießen und dann kriegen die. Jetzt schieße ich alle auf den hier unten. So, und jetzt habe ich gewonnen, weil kein Orange mehr da ist. Good job. Also jetzt gewonnen. Ich mach ganz, ist schon ganz okay. Dann gibt es natürlich noch mehr Levels, wo die dann stärker sind und so. Macht auf jeden Fall Spaß. Heißt Gelkin Light. Auf jeden Fall ein zu empfehlendes Spiel. Jetzt Tobble. Tobble ist auch ein eigentlich ganz schönes Spiel. Spiel machen wir mal. Also hier oben, das ist der Stein. Den lässt man einfach los, dann fliegt er runter oder man kann ihn auch schnell runterziehen. Dann kann man die, wenn man so, ja, so ein Kreis erscheint, kann man die auch bewegen und halten zum Beispiel. Und dann einfach runtersetzen, wenn man es will. So. So, und jetzt verliere ich wahrscheinlich hin, oder? Ja, und dann hier oben steht, wie viel man noch. Wie viel man verdient hat, man darf hier verlieren. Einen habe ich schon verloren, jetzt den zweiten. Jetzt den hier drehen, so. Dann den hier einfach runterziehen. Und so weiter. Bis man oben ist, kann man auch so stellen. Oder drauf drücken, dann fliegt er auch runter. Ganz schön. Und jetzt gehen alle runter und kein Leben mehr frei. Also habe ich das Spiel verloren. Ist ganz schön. Macht auf jeden Fall Spaß. Heißt Tabu. Okay. Ja, das war's für heute, glaube ich. Ja, das waren alle Apps, die ich euch für heute zeige. Und die nächste Application gibt es dann bald wieder. Wir sehen uns bestimmt vielleicht schon morgen oder so. Kommt die nächste Application. Das war's jetzt für heute. Und ich sag ciao. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder und alle kostenlos, alle Apps. Könnt ihr kostenlos runterladen. Lohnt sich auf jeden Fall. Alles sind gut. Es gibt natürlich auch noch andere gute. Dann die Normalversion von den ganzen. Die kosten alle was. So um die 3 Euro meistens. Also, aber erst die Lightversion würde ich kaufen, weil dann sieht man, ob es einem gefällt. Würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Okay, also, das war's für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und noch viel Glück mit den neuen Apps.